Also Leute, so habe ich mir Ostern wirklich nicht vorgestellt. Es regnet hier seit 2 Tagen und es ist so, man hat gar keine gute Laune, wenn man hier so rausschaut. Ich meine, das ist Frühling. Das ist hier kein Frühling, das ist Herbst oder so. Es ist alles so trüb und man bekommt hier echt keine gute Laune oder freut sich auf das Ostereiersuchen. Es hat hier 2 Grad, also Leute, mieser kann es hier wirklich nicht mehr werden. Es ist so traurig, ich finde das so blöd. Hoffentlich wird es schöner. Also für die Leute, die wunderschönes Wetter haben, ich freue mich für euch und dass ihr einen wunderschönen Tag heute habt. Aber bei denen es auch so schier heute ist, dann mein Beileid. Das ist echt doof. Aber damit ihr nicht ganz so schlecht gelaunt seid und dass ihr nicht ganz so aufgeregt seid, habe ich heute eine gute Idee. Und dann bekommen wir vielleicht auch ein bisschen bessere Laune. Und zwar, wir spielen heute Hide and Seek in meinem Zimmer. Also ich werde mich verstecken und ihr müsst mich suchen. Es gibt Schwierigkeitsstufen, das heißt, es wird am Anfang ganz leicht und dann wird es immer schwieriger. Ich hoffe, ihr findet es lustig. Es ist gar nicht so leicht, sich in meinem kleinen Zimmer zu verstecken. Aber mir wird schon was einfallen. Ich glaube, ich habe was. Achtung, der Countdown beginnt. 3, 2, 1. Na, wo könnte ich sein? Okay, das war einfach, stimmt's? Habt ihr mich gefunden? Dann habt ihr jetzt schon einen Punkt. Weiter geht's. Na, wer von euch entdeckt mich? Was? Ihr glaubt mir nicht? Dann schaut, wie ich mich versteckt habe. Jetzt wird's ganz schwierig. Wo könnte ich sein? Hinter dem Vorhang? Unter der Schaukel? Da bin ich! Jetzt muss ich nur noch wieder rauskommen. Diesmal gefunden. Okay, Location-Wechsel. Sorry Leute, mir sind jetzt echt die Ideen ausgegangen, wo ich mich in meinem Zimmer verstecken soll, wo es noch halbwegs schwierig ist. Deswegen fahren wir jetzt in den Wald und machen dort weiter. Da wird es sehr schwierig sein. Es regnet jetzt auch gerade nicht, also perfekt. Aber damit ihr überhaupt noch eine Chance habt, mich zu finden, habe ich jetzt über meinem pinken Pulli auch noch ein orangenes Chili angezogen. Los geht's! Hier hoppeln normalerweise nur die Osterhasen. Und jetzt ich. Wer kann mich finden? Okay, das war wirklich schwer, oder? Na, habt ihr mich gefunden? Ihr habt mich nicht entdeckt? Schaut, so habe ich mein Versteck gefunden.
weiter geht's. Die Hütte wäre ein tolles Versteck. Na, wo bin ich? Und habt ihr mich gefunden? Wo bin ich nur? Habt ihr wieder einen Punkt? Ihr habt mich nicht gefunden? So bin ich in mein Versteck gehoppelt. Jetzt müsst ihr wirklich genau schauen. Spitzt eure Adleraugen. Na, habt ihr es geschafft? So, einmal geht's noch. Wo verstecke ich mich hier in diesem Bild? Und habt ihr wieder einen Punkt? Ha, im Supermarkt kann man sich auch verstecken. Und das war sehr einfach. Stimmt. Geht's doch besser? Ja. Wo bin ich nur? Und, habt ihr mich gefunden? So Leute, also das hat auf jeden Fall mega viel Spaß gemacht und ich hoffe auch für euch. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, wie oft ihr mich gefunden habt, also wie viele Punkte ihr überhaupt habt. Ich wünsche euch ein schönes Osterfest und viele Schokoladen. Und genau, ciao! Echt jetzt? Spaß. Schöne Ostern und bis bald.